Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Gerd Bruckner. Ich habe mir heute mal das Thema Friseur gestellt. Ab 4.5. dürfen ja alle zum Friseur. Darauf warten ja alle schon. Also Joggen ist dann out, Baumärkte sind out. Es wird der Friseur jetzt werden. Dazu habe ich mir mal auf der Seite von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege mal die Anweisungen so angeschaut und da gibt es einige Überraschungen. Also die Damen, die glauben, also das jetzt auf zum Friseur und die Welt ist gut. Nee, meine Lieben, da ziehen wir uns doch gleich mal was rein. Nämlich, dass die Kontaktdaten aufgenommen werden. Also einfach bloß so reinspazieren, hallo, grüßi. Nein, nein, da wird jetzt alles schön notiert. Also, was die Corona-App vielleicht noch nicht weiß, dein Friseur weiß es. Ist natürlich zum Schutz, dass wenn was passiert, dass zumindest dann gleich alle Bescheid wissen und entsprechende Meldungen beim Gesundheitsamt angeben können. Ja, und dann heißt's ab in die Quarantäne. Also, dann schauen wir uns das gleich mal an. Zeitschriften wird es auch nicht geben. Also hier mal so ein bisschen rumhängen und ein bisschen drauf warten. Bringt euch also gleich eine Zeitung mit oder einen Lesestoff. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Und ich bin schon gespannt, wie viele hier auf der Straße stehen mit Mundschutz und drauf warten, dass sie endlich rein können. Dann schauen wir uns an. Einmal Umhang. Das heißt, der Umhang, den wir sonst immer so kennen, damit nicht die Haare hinten reinfallen. Der darf also nicht einfach von einem zum nächsten gegeben werden, was so üblich war. Nein, die Friseure und Friseusen werden kein leichtes Leben haben. Die werden sich jetzt wahrscheinlich wie beim Klopapier mit den Umhängen eindecken müssen. Denn wie gesagt, pro Kunde einmal verwendbar. Und dann natürlich mit 60 Grad Vollwaschmittel, heißt das so schön waschen. Oder eben Einwegumhänge. Das kennt man, wer das Oktoberfest kennt, im Regen. Da gibt es dann auch so nette Umhänge oder Malermeister oder wer zu Hause gerade schwer malert, auch der kennt diese Umhänge. Dann Haare waschen. So nach dem Motto, naja, das können wir uns ja sparen. Ich habe sie doch heute in der Früh schon gewaschen. Das wird nicht der Fall sein. In der Pandemiesituation, so schreiben die, darf nicht auf das Haarewaschen im Salon verzichtet werden. Ja, also können wir uns sparen, könnt ihr mit den fettigen Haaren hingehen, passt alles. Dann müssen Beschäftigte und Kunden einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ja, es wird allgemein empfohlen und beide haben den zu tragen. Es wird also spannend, wenn man sich dann das Ding hier hinten reinhängt. Der Schnitt ohrenfrei könnte ein bisschen problematisch werden, aber unsere Friseusinnen und Friseure, die werden das schon irgendwie meistern. Am Schluss ist ja das Bantl abgeschnitten oder so. Keine Ahnung, wie man sich das vorzustellen hat. Dann Mund-Nasen-Bedeckung nach jedem Kunden wechseln. Muss nach jedem Kunden gewechselt werden, weil das wahrscheinlich durchfeuchtet ist. Ich meine, in einem Friseursalon ist ja also jetzt nicht gerade trockene Luft angesagt. Ist also zu wechseln. Es wird einen Run jetzt dann geben auf diese Mundschutzmasken. Es ist wahrscheinlich unvorstellbar. Und ob die alle in ausreichenden Mengen vorhanden sind, bezweifle ich ganz einfach mal. Dann kann ich den Kunden verpflichten, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen während der Behandlung und vor Eintritt. Ja, ist darauf zu achten. Abstandsregeln beim Eintritt in den Salon. Müssen die Hände gereinigt werden. Es sollten also auch entsprechend genügend Desinfektionsmittel vorhanden sein für die Hände. Alternativ natürlich Hände waschen. Es ist ja meistens vor einem Jahr schon ein Waschbecken. Das könnte man dafür zum Beispiel nutzen. Und während des Aufenthalts im Salon ist natürlich eine Mund-Nasen-Bedeckung von beiden Seiten zu tragen. Also wenn Sie so immer wieder den gleichen Friseur hatten, weil der gut geschnitten hat, achten Sie drauf, ob Sie ihn überhaupt noch erkennen. Dann Kinder
müssen den auch tragen, lese ich gerade. Kann man anstatt der Mund-Nasen-Bedeckung ein Gesichtsschild oder Visier verwenden? Das sind also so diese Klappdinger, so wie man es also von Schweißern auch kennt. Nein, das ist nicht gestattet. Das ist also wirklich der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche also viel Spaß beim Friseur. Ab 4.5. soll es ja losgehen. Die Friseure und Friseusinnen, der mal alle jetzt schon leid und die Kundschaft auch. Aber viel Spaß, auf dass wir wieder schick aussehen, so wie alle Jogger, die ja jetzt also sowas von gesund sind. Ach ja, Corona.